Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Vesperia. Wir werden jetzt hier erstmal aus dem Schloss abhauen. Das ist hier nur wirklich kein Ort für uns. Oha, müssen wir uns jetzt hier durchkämpfen und dann kommen wir auch hier raus. Juri, wo bist du? Nicht hier entlang, okay. Dann... something smells tasty. Oh, you're right. What could it be? Oh yeah, isn't the Knight's Dining Hall around here? Ja, ja, und da kommt direkt der nächste Angriff. That was close. Und ich habe schon wieder vergessen, mich zu heilen. Warte mal, das muss ich jetzt als erstes mal machen hier. Objekte, Apfelgummi, 30%. Sollte passen. Warum glänze ich denn so golden? Ist hier vielleicht der Spar? Ja! Vielleicht können wir ja hier das ein oder andere Leckere finden. Ein Ei. Eine Zutat für viele Speisen. Eier haben viel Protein. Ja, das ist wohl wahr. Curry. Oh! Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Dass wir dadurch die Punkte wiederhergestellt bekommen. Mhm. Ja, gut. Scheinbar war das hier aber schon alles. Bin ich hier richtig? Wir müssen auf jeden Fall noch mal kämpfen. Let's get this over with. Azure Edge! You like that? This'll hurt. How could this? Yeah, easy win. Und wieder ein Apfelgummi. Ich habe das Gefühl, dass hier die Kämpfe so ein bisschen aktiver waren als bei den anderen Teilen. Was ist das? Ich glaube, das fragt Juri sich auch. Das können wir vielleicht mit Blastia aufmachen, könnte ich mir vorstellen. So, den bekämpfen wir, denn da steht eine Truhe. Ich würde gerne wissen, was in der Truhe drin ist. Aua. Hörst du mal auf, mir mit dem Ding in den Arsch zu pieksen, bitte? Ich glaub das ja langsam nicht hier. Trank des Lebens. Okay, wunderbar, den haben wir schon einmal. Hier können wir nichts machen. Weiter raus, scheinbar. Ach, guck, hier haben wir wieder einen Speicherpunkt. Speichern wir auf jeden Fall mal. Ich mache auch mal noch einen neuen. Okay, aber hier oben scheint es ansonsten nicht großartig weiterzugehen. Hm. Dann muss ich ja irgendwo an einer anderen Stelle was verpasst haben. You like that? You can't win. This'll hurt. You like that? Hoppala. Ernsthaft, ich hätte noch einen einzigen Schlag draufsetzen müssen, dann wäre er von vornherein gestorben. Vielleicht muss ich ja doch hier unten. Aber hier unten kam ich doch nicht weiter. Oder habe ich hier einfach irgendwas nicht gerafft? Halt, stopp. Oh doch. I can win. Ja, aber hier... tja. Irgendwas mit dem Flügelrätsel oder wie? Vielleicht war auch der Weg hier falsch.
Nee. Aber hier waren doch nur noch geschlossene Räume. Jetzt habe ich jetzt schon das Problem, was ich ansonsten meistens erst relativ spät hatte in den Tales of Teilen, dass ich den Ausweg nicht finde. Es war nämlich, also es war bislang immer so, für diejenigen, die die Tales of Teile nicht verfolgt haben bislang, kam immer irgendwann der Punkt, wo ich keinen Plan mehr hatte, wo es weitergeht und wie es weitergeht und... Irgendwie habe ich den Bereich jetzt schon. Vielleicht geht's ja da auch links raus. Guess we can do this. This'll hurt. How could this? Man, I was just getting warmed up. Okay. Nö. Hier haben wir noch was drin, einen heiligen Trank. Eine mit Licht versiegelte Ampulle. Hält Gegner für eine bestimmte Zeit fern. Okay. Oh man. Also irgendwas habe ich übersehen. You like that? You can't win. You can't win. Shit. Jetzt. You want revenge? Also irgendwas habe ich hier noch nicht so richtig. Ein Orangengummi. Das bringt nur Orangengeschmack. TP meine ich. Das bringt keine Kampfpunkte wieder. Irgendwas habe ich hier übersehen. Nur was? Können wir hier mit den Vasen was machen? Nö, auch nicht. Ey, ich stelle mich echt jetzt schon am Anfang vom Spiel so bescheuert an. Das verspricht interessant zu werden. Guess we can do this. Asher! Hau! Ich muss das mit dem Ausweichen bzw. blocken. Das muss ich noch besser hinbekommen. Also da im Speisesaal ging es ja nicht weiter. Hier geht's irgendwie weiter, aber ich weiß nicht wie. Da hinten ist nur ein Speicherpunkt, oder? Let's get this over with. Asher! You like that? You can't win. You like that? Ach so, da muss ich nach oben drücken und dann weiche ich aus. Okay. Also scheinbar. Hier kann ich nicht rein. Ja, Leute. Wie geht das denn? Ach Gott, hier geht's ja auch. Ich bin so ein Idiot. Also ich sag's ja immer wieder, Kopfkrapfen, ne? You like that? How could this? We're done. So, noch ein Eisengriff, was auch immer ich damit dann machen kann später. Hier können wir weiter. Fragt sich nur, ob das der richtige Weg ist, ob wir hier wirklich rauskommen. Alright. Azure Edge! This'll hurt! Azure Edge! We're done. Das war ein guter Kampf. Oh, guck mal, hier ist wieder noch eine Truhe. 200 Gold, nice. Ja, und hiermit können wir wieder nichts machen. Also noch nicht zumindest. Irgendwann werden wir damit irgendwas machen können. Und dann kriegen wir auch mit Sicherheit die Tür auf. Die Frage ist nur, wie. Yeah, it was around here. This is Flint's room. Mag sie Flynn etwa? He's really keeping this place cleaned up. Flynn must be off gallivanting around somewhere. Then that means I'm too late. So, what sort of wickedness did you do anyway?
Me? I haven't done anything wrong. And yet a bunch of knights were chasing you around the castle. Yeah, that makes sense. You see, Yuri... Whoa, what is it? I can't be specific, but Flynn is in terrible danger. I've got to go and warn him. So go if you want to go. What's wrong with that? I wish I knew. Listen, I've got something I've got to take care of right away, too. As soon as things quiet down outside, I want to get back to the lower quarter. In that case, would you take me with you, please? Other than Flynn, there's no one I can depend on. Will you at least help me get out of the castle? Please. I'm begging you. Okay, I can see you're serious, but why don't you tell me your name first? Prepare to fall victim to my blade! Haven't you ever heard of knocking? I am Zoggy, the man who will end your life! Now die, Flynn Shifo! Aber, ich bin gar nicht Flynn. Lass den Falschen! Ich würde ganz gerne vorher noch ein Apfelgummi mampfen. Die. You really should listen a little more. My name is Zoggy. Remember it well, Flynn. Listen, I'm not Flynn. Oh, what's wrong? What the hell is wrong with you? I'm gonna kill you and carve your name into my blood. Yeah, that's pretty disgusting. Oh yeah. This is gonna be fun! Au, 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 au. Jetzt mal eine blöde Frage. Man sieht hier gar nicht, wie viel Leben die anderen, die Gegner noch haben, ne? Ah, shit. Hau ab jetzt! Asher! Ah, now I feel it! You feel what? I'm not feeling anything over here. Yes, so full of confidence. That's it! That's it! Now I feel truly alive! What's with him all of a sudden? Yuri, let me help you. Stay away. But... Bring it! The more the merrier! If things get out of hand, run for it. I will. Oh, don't give up so soon. I haven't had a fight like this in years. Ich müsste dringend Apfelgummis futtern hier. He's just doing that to mess up our fighting. You relax. Trust me, he's not thinking that hard. So, that's just who he is? The more you talk, the faster you die, Flynn. Damn it, I am not... Ah, sehr gut, sie kann heilen. But if it's just a misunderstanding, maybe we can talk. Your fate was sealed the moment we met. You seriously think we can talk to him? Let's just take him out already. You're strong. Oh, that hurts. Cyclone shot! Cyclone shot! Alter. Come to me. All right. First aid! Falling leaf! Brutal rush! Holy power, come to me! All right. First aid! Falling leaf! Cyclone shot! All right. Falling leaf! Cyclone shot! Ich komme hier überhaupt nicht weg. Asher Edge! Come to me! First aid! All right. Warum springt er denn jetzt? Ich will nicht, dass er springt. Ich will, dass er einfach nur blockt. Falling leaf! Cyclone
Au, 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 au. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwas... Boah, ich komme überhaupt nicht zum Blocken. Das ist krass. Do I look like Flynn to you? Not in the least. Puh. Lederstiefel und Salbei haben wir bekommen. I feel power running all through my body. Und ein Level up.